Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sagen noch gar nicht so viel, weil Klärchen ist da und wir wollen zu unserem Frühstücksplatz. Genau. Und von da aus melden wir uns dann. Also, bleibt dran, heute wird ein sonniger Tag. Yippie! Juhu. Könnt ihr denn überhaupt was sehen? Also wir können, okay, das ist halt ein bisschen dreckig hier, ne? Aber naja, ist halt so. Ja, da ist er, der Gardasee und Klärchen. Mega. So wie wir das haben wollten. Ja. Und ja, wir haben jetzt für eine Stunde hier direkt an der Riviera, also direkt an der Dingshus, An der Promenade an hier. der Promenade, 2 € für eine Stunde bezahlt. Ja. Für den ganzen Tag wären es 7,50 €, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf noch habe. Genau. Das stört uns aber nicht. Wir wollen hier einfach nur frühstücken mit diesem Wahnsinnsblick und den wird Stefan euch jetzt einmal mit der anderen Kamera zeigen. Genau. Damit Hallöchen, wir haben lecker gefrühstückt. Jo, war sehr lecker. Italienisches Toastbrot. Ach ja, wunderbar. Aber nicht mehr so viel drin, dann guckt ihr an hier. Das reicht ja nicht. Aber Gott sei Dank, wir haben noch eine. Eine haben wir noch. Und wir kaufen nach, auf jeden Fall. Wir Ja, kaufen auf Vorrat, ne? ach, müssen wir. Ach, und ihr seht ja, wir sind so geblendet. Also wenn ihr das letzte Video euch angeschaut habt, was glaube ich unter dem Motto steht, Wolkenbruch, Heulsuse, Gott, wir sind traurig hier unten, Ja. steht, ist das jetzt genau das Gegenteil. Und wir werden jetzt Richtung Simone. Boah. Ich blende die einfach mal ein, die ganzen Namen, weil keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Richtung Süden runter, an den Gardasee. Genau, da wollen wir jetzt hin, wollen schön spazieren gehen, wollen natürlich auch ein bisschen was zeigen und wir gucken mal, dass wir eine schönere Route haben, dass wir immer den Gardasee auch ein bisschen im Blick haben. Ein bisschen wollen wir das jetzt auch genießen. Endziel für heute ist Badolino, also zwischen Badolino und Garda, also genau auf der anderen Seite, wollen wir rüber. Jo. Und dann schauen wir mal, ne? Ja, zwischendurch noch mal kurz einkaufen und dann. Ja, das tun wir auch noch. Und Aber baden werden wir heute nicht. nein. Ich Nee, glaube. sonst hätten wir das ja gemacht immer, aber hier jetzt heute Wobei nicht. wir die Badeklamotten bei haben. Aber wahrscheinlich Rennt wieder. das da hinten? Wo soll ich das wissen? Frag mich doch so weit nicht. Könnte es aussehen, aber das können wir jetzt nicht ermitteln. Fragst du jetzt solche Fragen hier während des Ja, Videos? ich habe mir nur gedacht, was ist das denn da? Das qualmt mir zu doll. Ja, vielleicht hat einen Pups gelassen und das bei den ganzen Knoblauch kommt das raus. Naja, So, wie auch immer. wir fahren jetzt Richtung Süden, also noch südlicher, als wir jetzt schon eh sind. Bis später. Heißt es Benvenuti? Willkommen. Ich kann kein Italienisch. Ich hab's. Ich krieg's auch. Benvenito? Nee. Ach, ist auch egal. Irgendwas. Willkommen in Simonia? So eine Art, glaube ich, heißt der Ort hier. Wir blenden euch das ein, weil, wie gesagt, unser Italienisch ist gleich Wir null. waren hier noch nicht, also von daher. Genau, zum ersten Mal. Und wir drehen uns einfach mal. Drehen Sie sich mit. So. Da ist er. Das Wässerchen. Wir wollen ja reinspringen, ja, hast du gesagt? Nee, ich habe gesagt, wir springen da nicht Wir rein. springen nicht rein. Nein, 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 Gott nein, sei Dank. nein. Das Aber ist so. ich dachte, du hättest das gesagt, wir springen da rein. Nein, 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 nein. Ist nämlich bestimmt arschkalt. Das Ja, denke ich auch. Wir gehen ein bisschen spazieren und nehmen euch mit hier auf die Tour und sind mal gespannt, was wir hier in diesem Ort zu sehen haben.
Wir parken hier für ein bisschen mehr als eine Stunde, 2 Euro wieder. Also man merkt, wir sind hier in der Touristengegend, da ist es teurer. In der Zeit, wo Stefan ein Panorama macht, werde ich einfach euch das zeigen. Also wir sind hier wirklich am Gardasee, ne? Das Wasser ist direkt da. Und also wir wären ja reingesprungen, aber ist ja so eine Dreckplörre. Ne, da wollen wir natürlich nicht reinspringen. Und ja, damit ihr mal seht, wie es aussieht, wenn Stefan ein Panorama macht, so sieht's aus. Ja, danke. Ja, bitte. Ja, also was ich nicht sagen wollte, nachher wollen wir da hinten irgendwo hin. Da sind wir mal gespannt, ob wir das schaffen werden. Und jetzt wird's laut. Hallo. Was soll das? Das eine Bötchen da hinten. Moment. Das Boot da hinten macht gerade ganz schön Wellenschlag. Ist unfassbar. Auf jeden Fall. Genau. Also da hinten, da wollen wir die Nacht verbringen, theoretisch. So der Plan. Aber eher in die Richtung, also hinterm Baum geht's weiter. Und es ist nicht so weit von so einem kleinen Kloster entfernt, glaube ich. Ja, da können wir noch beten. Ja, wer will. Aber es ist schon schön. Ist schon schön, genau. So, wir laufen weiter, weil wir sind, sagen wir mal, 5 Minuten, 2 Minuten gerade gelaufen. Wir laufen noch ein bisschen, ne? So. Was lernen wir wieder? Nicht immer gleich das Erstbeste nehmen, sondern ein bisschen warten. Wir sind denn jetzt hier ist ein riesengroßer Parkplatz. Ja. Stehen ein paar Wohnmobile. Nicht nur ein Wohnmobil. Und gute Aussicht. Ja. Also hier hätten wir definitiv bessere Aussicht. Und hier ist das Wasser auch schon klarer. Also dementsprechend, hier hätte man vielleicht reinspringen können, wenn das Wetter nur ein bisschen wärmer wäre. Genau. Aber das Wetter ist warm genug, wenn das Wasser. Wobei man kommt leider nicht ran. Ja, es ist sehr felsig natürlich hier. Aber gut, das ist ja eh der Gardasee sehr. Wobei wir laufen natürlich noch ein bisschen rum, weil wir laufen, muss ich mal gucken, ob wir das da hinkriegen. Da hinten, da in die Kurve. Da gehen wir noch hin und dann schauen wir mal, ob wir ums Eck gucken. Mhm. Und dann haben wir schon mal hier einiges gesehen. Also wir würden sagen, es lohnt sich hier. Campingplätze für euch scheinen hier in der Zeit so gut wie alle zu sein. Egal wo wir dann vorbeigefahren sind, die sahen alle sehr, sehr zu aus. Stört uns persönlich. Lohnt sich auch nicht mehr wahrscheinlich für die, ne? Es ist keiner, der auf den Campingplatz will. Ja. Also uns stört es nicht, weil wir eh freistehen, weil das haben wir diesen Urlaub geplant, nur freistehen. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt. Wir gehen nach da hinten und dann melden wir uns von da nochmal. Ja, über die Berge gehen die Wolken nicht rüber. Aber ist auch gut so. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie kalt das Wasser ist. Naja, geht sogar eigentlich. Na dann spring rein. Nee, hab ja keine Badeklamotten mit. Liege also im Auto. Ich würde sagen, sind bestimmt 16 Grad oder so. Und rutschig. Aber die Aussicht ist der Hammer. Ja, kann man mal nicht meckern, ne? Nö, sehr gut. Fast wie am Meer. So, das heißt, wir sind jetzt auch an der Spitze angekommen. Und wir müssen immer auf die Uhr gucken, weil wir haben wirklich nur eine Stunde. Das heißt, wir haben jetzt nur eine halbe Stunde, die wir auch wieder zurücklaufen müssen. Mhm. Ne? Weil wir wollen hier kein Ticket bekommen. Wer weiß, was das bedeutet sonst. Ja, schön ist es auf jeden Fall hier. Das kann man mal schon echt behaupten. Und was ist das Schönste hier gerade aktuell? Das Wetter. Was ist das Zweitschönste daran aktuell? Das Drittschönste. Weiß ich doch nicht. So gut wie keine Touristen. Ach so, ja, okay. Ein paar Chinesen sind uns über den Weg gelaufen, ne? Oder zum Asiaten. Wir waren im September hier schon mal. Also, ja, das ja, wir waren zweimal im September hier und dann ist es natürlich immer noch sehr, sehr voll. Oh, ich möchte nicht wissen, wie es im August und Juli dann hier ist. Dann ist es ja richtig voll. Also klar, ihr wisst es, jeder muss es machen, wie er es selber mag. Wir sind froh, wenn es ein bisschen weniger ist. Ja. Aber natürlich ist klar, richtig viel Halligalli und Trubelhubel ist natürlich dann, wenn Touristen da sind, also in der Hauptsaison.
Ja, eins blenden wir euch gleich nochmal ein, nämlich das ist da hinten so eine kleine Burg, die will ich euch nochmal kurz zeigen, filmen und dann... Filmen oder hast du die fotografiert? Ja, nee, so filmen will ich, werde ich die nochmal... Also gehen wir mal kurz nach da vorne. Genau. Gut, alles klar, dann machen wir das mal kurz. So, wie versprochen, da ist die Burg. Kann man bestimmt auch besichtigen. Ich finde, sieht ganz nett aus. Und eine einsame Wolke in den Bergen. So, wir sind zurück an unserem Bulli. Genau. Und ich hoffe, ihr habt das gerade noch mitbekommen. Nein. Ich bin nur noch Position 2. Natürlich ist er an Position 1. Ist ja so selbstverständlich. Ich glaube, wir spielen das nochmal gerade, den Videobeweis. Er hat eindeutig gesagt, das Zweitschönste hier ist, bin nur ich. Was ist das Schönste hier gerade aktuell? Das Wetter. Was ist das Zweitschönste daran aktuell? Das Drittschönste bin nur ich. Nein, das Schönste das kann ist nicht das Wetter. Sein. Das kann nicht sein. Aber ich könnte es verstehen, nach dem Regentag gestern. Ja, das war gestern echt doof. Dass er dann einfach sagt, heute ist halt das Wetter mal wichtiger. Ich bin ja so oder so gestern dabei. Gestern warst du an Position 1. Ach, der Regen ist so scheiße, dann bin ich auf Position 1 gekommen. Yeah, super. Und sonst bist du auch immer an Position 1. Das behauptet er jetzt nur aus Schutzfunktion. Ja, ist doch wohl klar. Ja, ja, brauche ich ja eigentlich nicht sagen, ne? Ja, ja. Deshalb bin ich Position 2. Ja, ja, ja. So, wir fahren jetzt weiter. Wir gucken irgendwie nach einem Baumarkt, weil wir wollen eigentlich am liebsten noch einen Grillkohle irgendwas haben. Wir wissen aber nicht, ob wir das jetzt kriegen, weil wir sind ja wirklich außerhalb der Saison. Ja. Ja. Und dann schauen wir mal einfach an. Ihr seht jetzt ein paar Fahraufnahmen mit ein bisschen Musik hinterlegt, weil, ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis ja, wir da drin sind. Ja, wir müssen erst mal einmal rum. Das dauert, ja. Und ja, während der Fahrt filmen wir ja nicht wirklich. Deshalb kriegt ihr jetzt ein paar Fahraufnahmen und, ja, genießt das einfach mal, was wir hier so gesehen haben. Genau. Ach, oh, Jesus Maria und Josef, Benvenuti, ja? in Affi, wir sind tatsächlich in Affi und wo sind wir hier beim Affi gewesen gerade?
Na, mal sehen, ob man es erkennen kann. Ja, man könnte es erkennen. Aber wir nennen den Namen natürlich, weil wir eingekauft haben. Wir waren bei Obi. Genau. Bei uns zu Hause können wir bei Obi nicht mehr einkaufen. Gibt es nicht mehr. Nee, bei uns in der Stadt nicht mehr. Deshalb waren wir extra hier am Gardasee, um endlich mal bei Obi einzukaufen. Yeah. Also Und ist gleich aufgebaut wie auch in Deutschland. Ganz genau. genauso. Und Gott sei Dank haben sie das hier gehabt, was wir brauchen. Denn wir haben leider den ganzen Oktober so durchgerockt, was hier an Arbeit und alles noch war. Neben den Urlaub in Berlin und Anfang des Jahres in St. Peter-Ording. Ja, das lassen wir mal weg. Anfang des Monats meine ich. Aber sonst waren wir nur durchgerockt. Und was haben wir vergessen? Campinggas nochmal zu kaufen. Und wir haben nicht mehr so viel. Nee, also wir würden nicht reichen, sagen wir es mal so. Wir haben jetzt noch mal zwei nachgekauft für sage und schreibe irgendwie 10 10 Euro. Euro. Die sind halt nicht ganz billig, weil für 10 Euro hätte ich, glaube ich, im Internet, keine Keine. Ahnung, 10, 15 Stück oder sowas gekriegt. Aber naja, gut. Wir sind froh, dass wir es haben. Dann konnten wir hier auch nochmal Grillkohle, weil wir wollen auf jeden Fall heute grillen. Ja, wir Also versuchen das auf das jeden Wetter Fall. ist so super. Wir hoffen auch auf den Platz, wo wir gleich hinfahren, dass es auch so ist. Aber das denke mal, das wird schon. Und ich bin jetzt froh, dass wir das haben. Also das wäre Ich jetzt auch. schade gewesen, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte. Zumindest die Grillkohle an das Campinggas habe ich gar nicht mehr gedacht. Wie gut das. Daran denkt er wenigstens. Wenn nicht nur Position 2 bin, aber daran denkt er. Ja, du bist doch doof, bist du doch. So, wir fahren jetzt zum Platz. Den hat Stefan rausgefunden bei Park4Night. Wir werden ihn jetzt mal suchen. Hoffentlich ist er wirklich so schön, wie er auf den Bildern aussah. Und ob es das der Fall ist. Ja, das seht ihr Das sehen wir gleich. gleich. Seht ihr gleich, wartet eine Sekunde, der Mann ist Okay. schon wieder so schnell im Schritt. Und wieder down. Und dann gehen wir hoch. Gehen jetzt zu den Münzen. 300. Der Münzen 300. Da hinten. Der Gardasee. Das war ein Leben. Tag.